Es wurde das Bürgerkomitee gegründet, ne, und wir haben dann irgendwie die Stasi praktisch übernommen, ne. Wir haben dann beschlossen, das Bürgerkomitee, wir hatten ja dann die Listen von den Stasi-Leuten, wir werden die erstmal entlassen, ne, die kommen hier nicht mehr rein, ne. Und wir bleiben hier drinnen, ne? Das war die Bürgerwache, aber auch das Bürgerkomitee, das tagte dann im Rathaus. Da war ich auch noch mit. Ich habe eben noch so einen Zettel, dass ich im Bürgerkomitee war. Das war ich eingetragen. Also wir wurden dann auch informiert, wenn und es gab hier schon Leute, die in der Stasi waren, also die wirklich sich auch in der Stasi trafen und dann festgestellt haben, da ist noch ein Zentrum und dann sind wir über Land gefahren in ganz Thüringen. Also ich hatte da auch wieder Stasi zu tun. Also ich sage ja, das war so meine freiberufliche Tätigkeit hat sich da ausgezahlt. Ich habe ja nicht mehr gearbeitet, wir haben vor allem nicht gearbeitet. Wir haben dann wirklich aktiv, haben wir versucht, alle Zentren festzustellen und so eine kleine Statistik zu machen und überhaupt erstmal zu sehen, was ist hier eigentlich. Also diese ganze Vernetzung der Stasi ist uns offenbart worden.